Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile. Nachdem wir das letzte Mal ja in the Chamber of Sins waren, müssen wir uns ja dieses Mal mit dem Friedhof rumschlagen und mit dem Grabwächter in der Grube da. Hallo, ich leuchte lila. Ach ja, das ist der Effekt jetzt. Ach so, guck mal. Und du hast jetzt Footprints. Tatsache. Ja. Cool. Du blutest. Ah und ja, jetzt wie? Wo du sagst, jetzt nicht mehr. So, und jetzt werden wir den Ernie mal überraschen. Ich leuchte zwar nicht lila, aber ich laufe schneller. Nee. Nee. Was ist mit dir los? Aber hallo, ich habe neue Schuhe. Wie findest du die? Alter, das ist ja, ich bin hingerissen. Ich bin hingerissen. Wo hast du die her? Die habe ich schon ganz lange. Ja. Aber irgendwie war da immer noch ein Haken dran und den habe ich dann jetzt beseitigen können. Du konntest einen Haken beseitigen. Ja, ich habe auch einen zweiten Haken beseitigen können, aber einen dritten noch nicht. Okay. Da geht es immer noch um die Armor, die du mir mal gegeben hast. Ja. Da geht es ja um 300 Armor-Punkte. Ja. Und ich habe inzwischen tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, die vernünftig einzusetzen. Da gab es noch ein klitzekleines Problem. Ja. Aber ich habe natürlich immer noch keine 4 blauen Sockel da drauf. Und das wird nicht ganz so leicht bei der Rüstung. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ich habe übrigens recherchiert, wo der Unterschied zwischen Evasion Rating und Dodge ist. Ich habe dir doch erzählt, dass es diesen Dodge-Wert noch zusätzlich gibt. Ja. So, als allererstes versucht der macht der Rechner, rechnet die Chance aus der Evasion Rate. Beim Dodging musst du dir vorstellen, das ist so, als wenn du nach links oder rechts weggleitet. Das ist der nächste Punkt, den er versucht, um Schaden zu vermeiden. Okay. Und dann erst tritt die Rüstung in Kraft. Das heißt also, wenn du kein Evasion Rating beispielsweise hast, fängst du mit deiner Rüstung den kompletten physischen Schaden ab. Ja. Immer in der Reihenfolge. Erst Evasion Rating, dann Dodge, dann Rüstung. Okay. Ich hatte das jetzt mal recherchiert, weil mich das einfach genervt hat. Hier sind auch noch Gegner. Also perfekt wäre, wenn du alles super kannst, aber das ja, kann man leider nie hinkriegen. Aber alles hat ein Cap. Also deine Rüstung ist zum Beispiel, ich glaube, 90%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das höchste der Gefühle. Ja gut, da bin ich noch weit entfernt. Genauso ist es bei Evasion Rating. Auch da gibt es halt ein Cap, was das höchste der Gefühle ist, was da geht. Also du kannst zum Beispiel keine 100% Evasion Rating haben. Das ist einfach nicht möglich. Nein, das wäre ja auch ein bisschen für Spiel. Richtig, so tüdelü, ihr könnt mich mal. So. Guten Tag, die Herren. Ich habe auch, glaube ich, die Lösung meines technischen Problems gefunden. Was denkst du denn, ist es? Irgendwann hatte ich einen Absturz. Ja. Und diesmal geistesgegenwärtig habe ich mir von der Fehlermeldung tatsächlich mal ein Hardcopy gemacht. Ja. Und dann habe ich recherchiert. Okay. Und habe dann unter anderem in Path of Exile Forum gefunden, das wäre ein bekanntes Problem in bestimmten technischen... Wieso? Das ist Quatschen und Spielen gleichzeitig. das wäre ein bekanntes Problem unter bestimmten technischen Voraussetzungen. So, wobei man jetzt eben nicht sagen könnte, wie man das eben beheben kann und so, weil das gibt da wohl verschiedene Gründe. Okay. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ein ziemlich alter Post gewesen. Ja. Weil da haben sie noch von Shadow Version 3.0 etc. gesprochen. Ja. Und und dann habe ich da ein bisschen weiter recherchiert, nachdem ich wusste, dass man das nicht beheben kann. Und da gibt es eine Datei im Verzeichnis, da hat dann einer darauf hingewiesen. Und wenn man die löscht nach jedem Grafikkarten-Update, dann ist das Problem weg. Okay. So, und mir ist tatsächlich aufgefallen, also ich kann mit Steuerung Escape, kann ich tatsächlich das Spiel kleinklicken und wieder großklicken. Das konnte ich vorher auch überhaupt nicht. Da hat er sich immer aufgehängt. Ich hoffe mal, dass das jetzt dann weg ist. Ich habe die Datei vorsichtshalber natürlich nur ich habe sie nur verschoben, nicht gelöscht. Ja. Weil ich mir echt dachte, das wäre ein bisschen zu mutig vielleicht.
ja, die zu löschen. Und dann, wer weiß, dann, die nannte sich auch irgendwie Passive Exile Config. Okay. Das ist nichts, was ich einfach mal so rauslösche. Ja gut, das ist halt eine Config-Datei, die er sich bei jedem Start anlegt, beziehungsweise dann überprüft die Einstellungen in der Datei. Ja, genau. Und da sind aber, da müssen irgendwie irgendwelche alten Grafikkarten-Einstellungen dann mit drin sein und das scheint da wohl irgendwie nicht vernünftig zu überschreiben oder was und dann gibt es Schwierigkeiten. Keine Ahnung. Okay. Das muss dann aber, oder kann dann nur in bestimmten Hardware-Konfigurationen passieren. Genau. Ja, genau. Das ist so. Das haben sie auch geschrieben, ne? Also das war dann damals auch, dass das eben nur unter bestimmten Hardware-Voraussetzungen, so, wobei sie das eben nicht auch nicht detaillierter oder so irgendwie beschrieben haben, ne? Also das heißt, nicht wenn das mit dem und das verträgt sich nicht, sondern ziemlich allgemein wäre ein bekanntes Problem, kommt hin und wieder vor. Okay. Aber sie arbeiten dran. Und wie gesagt, das war ein alter Post. Also wie sehr sie da auch immer dran arbeiten. Wer ist er denn hier? Den kannte ich jetzt auch nicht. Mr. Soul Moon. Ja, bitte doch ein bisschen, also die Gegner werden doch ein bisschen netter. Ja. So zwischenzeitlich. Das ist schon nett, wenn ich ein bisschen schneller bin. Ich krieg höchstens mal ein paar Gegner ab. Ach komm, ich mach sie doch nicht alle weg. Nein, ich weiß, du lässt mir immer was. Bist ja netter. Ja, das finde ich auch. Ja. Ja. Ja, komm, mal so stehen lassen. Ja, ohne. Hallo, du Drecksack hier. Stirb einfach. Das ist ein ganz neues Lebensgefühl, so schnell. Also vor allen Dingen, ich habe ja als zweiten habe ich ja noch den Duelisten, der ja wesentlich schneller ist. Ja. Das ist schon immer, also das ist eine der schlimmsten Umstellungen immer mit gewesen, die Geschwindigkeit. Ja gut, wenn du sonst rennst wie so ein... Ja, wie so ein Irrer oder so und dann mit einmal kriegst du dann beim nächsten Mal wieder. Ja, das ist irgendwie nicht so lustig, da gebe ich dir recht. Also man gewöhnt sich ja dran, ne? Aber das ist immer doch eine gewisse Umstellung irgendwie. So, da waren auf der Mauerseite gleich welche, sag ich doch. Gewesen. Gewesen, da waren sie gewesen. Richtig. Jetzt können sie verwesen. Ja, so richtig halt. Oh, da müssen wir gleich rein. Genau, war hier nicht noch irgendwie am Eingang was? Doch, glaube ich, ne? Hier waren noch so fiese Biester. Schön, dass ich deine Spur, ich kann jetzt immer super hinterherlaufen. Ach, hier mit Chain, der Sack. Hat sich ausgechained. Yep. Ich höre hier noch Zombies, ganz eindeutig, sag ich doch. So, ich weiß gar nicht, sollen wir erst die Map einmal komplett rum, bevor wir reingehen, oder? Also ich würde sagen, standardmäßig ja, oder? Ja, ne? Dann machen wir das. Das gehört sich einfach so. Man weiß ja auch nie, was hier noch so ist. Genau, ne? Da unten geht's glaube ich aber nicht weiter. Ich glaube, ich laufe hier komplett in eine falsche Richtung. Weil ich glaube, da war Schluss. Ja, da ist das Wasser. Wo bist du? Ach, da kommst du ja. Genau, ich hatte da nochmal da unten geguckt, da war ich noch nicht. Also beim Kritischen, da habe ich mal recherchiert übrigens. Ja. Beim Kritischen ist es so, dieser Standard-Kritischer Wert, es gibt ja diese beiden Werte. Das eine ist ja... Oh, jetzt. Der Multiplier und... Genau, und das andere ist ja der Basic irgendwie was Wert da, ne? Ja. So, und beim Multiplier ist es so, also der erhöht eben den Schaden. Ja, das habe ich mir gedacht. Genau, und das andere Ding gibt eben an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. So, sag ich jetzt mal. Genau. Ja. Und das gibt eben diesen Basiswert, der gilt aber nur für physische Angriffe. Okay. Also Nahkampfangriffe. Ja, und dann gibt es ja noch extra für Spell, glaube ich. Nee, und für Spell ist es nicht, denn jede Gem hat, also die das hat, die hat ihren eigenen Wert.
Ach so. Ja. Und der liegt ja jetzt zum Beispiel bei den Sachen, die ich hier habe, irgendwie, was weiß ich, die liegt, also ich habe mir ein paar angeguckt, entweder bei 5 oder bei 6%, so, ja, da liegen ja die und höher sind die nicht. Und dann kannst du sie eben aufpimpen, aber das ist natürlich klar, wenn du dann hier mal 10% und da mal, dann erbaut sich das nur langsam auf. Ja, ja, klar. So, wobei ich habe da jetzt mittlerweile, ich habe das jetzt auch 15% hochpimpen können. Ja. Da hat mir was Schaden gemacht. Das war nicht. Was? Ja, aber hallo. Da habe ich rechtzeitig noch auf die auf den Lebenstrank gedrückt. Ich brauche auch bald mal neue Lebenstränke. Habe ich auch noch nicht. So schlunz, ich bin so nachlässig geworden. Das kann sich alles rächen. Ja, witzig auch. Und ich habe noch diese verhältnismäßig kleinen Fläschchen im Rucksack. Ja. Ja, ich hatte vorhin meine Fläschchen sortiert und dabei ist mir eine in der Hand gekommen, die gut bei Blutung ist und die habe ich gleich erstmal reingepackt. Du weißt ja, das alte Blutungsthema. Ja, ja, das ist, das wird sich auch nie, das wird immer mein, das fiese Ding sein. Ja. Würde mich auch nicht wundern, wenn ich eben kurz geblutet hätte oder so schnell, wie die Lebensenergie wegging. Aber so, hier waren wir schon. Ah, hier sind noch ein paar. So. Ja, dann haben wir die Map gecleared. Jetzt kann ja der Abt sich hier auf was gefasst machen. Oder wir, man weiß es nicht. Zup. Zup. Zup, da war noch, da lag noch was. Achso. So, erstmal ist hier ein Waypoint. Oh, das ist ja ein Traum. Ich muss mal ganz kurz ins Tag gucken. Ich hatte, nee, ich muss nicht zurück, aber ich hatte gerade eben Legendary okay. Stiefel aufgenommen. Das liebst du auch jetzt, ne? Ja, unbedingt. Wie kommst du da drauf? Was hat er denn? Oh, super Energy Shield. So, ich will mal, ich husch mal ganz kurz zurück. Mach mal. Plus 10 Dexterity, plus 21 Intelligence, 116% Energy Shield, 15% Increased Movement Speed, also schnelle Stiefel, nochmal 20% Increased Movement Speed, when full on life. Jo, nett. So. Hört sich für mich nach einem Magierstiefel. Genau. Ja, ja. Sie heißen auch Skola irgendwas. Chavrons Pay Scholar Boots. Da bin ich mal, Chavron, die kennen wir doch. Mir ja, aber absolut. Und da sind wir quasi per Du. Ja, ganz nah. Also ganz, ganz, ganz nah beieinander so. Wenn sie da mit ihren Büchern wirft. Yep. Oh, was ist hier los? Ach, hier ist ein bisschen Feuergebratze. Feuergebratze mag ich, da muss ich hin. Ich weiß, da fühlst du dich gleich zu Hause, ne? Ist voll dein Ding. Ja, ich hatte in meinem Skilltree, hatte ich ja die Wahrscheinlichkeit, dass Burning zieht und ja, der Schaden, den Burning macht, hatte ich ja erhöht in meinem Skilltree. Ja, ja. Und hab vom Fernie mal einen Hinweis bekommen, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ja. Und ich habe immer gedacht, naja, so ein kritischer Feuerschaden, der macht ja automatisch Burning oder was. Ah. Das ist aber gar nicht so. Auch das ist wieder von den Zaubern abhängig, die man verwendet. Es gibt ja wohl okay, einige, die machen das und andere nicht. Wobei ich noch nicht rausgefunden habe, was ein typischer kritischer Schaden ist. Aber das ist wahrscheinlich einfach, dass es mehr Schaden dann wird. Ja, 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 ja. Und dann habe ich das einfach wieder weggelöscht und dadurch konnte ich dann hier so ein bisschen den kritischen dann so ein bisschen aufbessern. Ah, ich verstehe. Ja, ich habe jetzt mir doch noch ein bisschen Life habe ich mir jetzt noch dazu gepackt, deshalb habe ich ein bisschen Crit verloren, aber ja, das Life ist kann nicht schaden. Also das nee, ist. Das denke ich auch. Der macht Blutungsschaden, der sagt gerade eben. Das konnte man ihm ansehen. Falsche Taste. So. So, Hallöchen. Was ist hier los? Inferno Lord heißt er, der Gute. So viel Inferno war das gar nicht. Naja, so ein bisschen halt. Ja, ja, sah so ein bisschen Inferno-like aus. Ich finde, wir sollten das jetzt nicht schlechter reden, als es nein, war. Nein, nein, er hat sich. Waren, er hat sich echt angeschränkt. Ohne Wenn und Aber, so.
Folgst du mir mal hin? Ja, dieser Box. Ja. So. Bist du soweit? Ja. Aua, wieso habe ich dann da eben so Schaden bezogen? Ja, ein bisschen habe ich auch gekriegt. Ich weiß gar nicht warum. Ich stand gar nicht so in der Mitte. So. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich hatte mich eigentlich weggebrottet. Orb of Chance kann man ja immer mal haben. Die, ne? Kann man immer haben. Die sind echt nice. Wie man sagt heutzutage. Junge ja, Leute. Ja. Nice. Ich bin nice. Ich finde immer, also ich habe ja immer, da kommt ja immer diese Meteor runter, ne? Ja. Und den habe ich ja auch, das ist ja auch so ein Ding aus dem Lord's Labyrinth. Ja. Wobei ich mich manchmal frage, ob das nicht jetzt vielleicht, weil mit der in letzter Zeit so oft runterkommt, ob das nicht vielleicht doch etwas für ein Pitch ist. Das weiß ich nicht. Ich muss das doch nochmal nachlesen. Also es gibt noch so wahnsinnig viel, was ich nachlesen muss. Ja, die Zeit muss man auch erstmal haben, so viel lesen. Ja, das ist das Problem. Dann willst du es ja auch gleich ausprobieren. Und meistens ist das ja auch so, man hat hier ja geht schon runter. Gehen wir? Also meinetwegen können wir. Ich glaube, viel ist ja nicht, was wir jetzt irgendwie verpasst hätten. Glaube ich auch nicht. Gemma. Und vor allen Dingen, man hat ja auch die Frage ständig wieder vergessen. So, und die taucht dann irgendwann mitten im Spiel wieder auf und dann denkst du, naja, das musst du nochmal recherchieren und dann hast du es auch wieder vergessen. Wie jetzt? Du hast keinen Notizblock neben deinem Rechner liegen? Also ich bin entrüstet. Nein, das ist hier, ich bin ja Rechtshänder und die braucht den für die Maus, die Hand und... Ja, alles ausreden. Und man schreibt ja heutzutage nicht mehr, man diktiert ja und das kann ich ja nicht während des Plays tun. Könntest du theoretisch tun. Dein Rechner ist sicherlich multitaskingfähig. In Teilbereich. Der Rechner vielleicht schon. Ah, ich verstehe. So, und auch mal so ein Hinweis an die vielleicht ein bisschen weniger erfahrenen Spieler, wenn da denn welche sind. Also man kann sich auch oben über dem eigenen Char den Lebensbalken anzeigen lassen. Ich mach das jetzt übrigens. Ja, ich habe das auch gemacht, habe festgestellt, das hat mir gar nichts gebracht. Da achte ich auch nicht mehr drauf als auf die rote Kugel. Okay. Und deswegen... Hast du ihn wieder weggemacht. Ja, es ist ein Versuch wert, aber also bei mir ist der Hopf und Malz verloren. Der hat sich diesmal aber gut versteckt, ne? Ja, und weniger erfahren ist ja eh Definitionssache, ne? Ja. Irgendwas ist hier doch, naja, oder auch nicht. Oh, kommen Sie da angeschlichen? Gemeine Viecher. Ach, hier, Tora. Also, ist mir nur so entrutscht. Also. Kann das sein, dass du Tora nicht magst? Doch, Tora an sich, die geht eigentlich immer. Eigentlich geht's immer. Ich dachte, du mochtest diese Dings of Dead nicht. Nee. Wollte ich sagen. Aber die Tora, die hat uns einmal gefoppt, das habe ich nicht vergessen. Ach, du bist aber auch nachtragend. Wo haben wir sie schon angeklickt? Haben wir die Aufgaben schon geholt? Ups, ich bin ausgerutscht. Aber bevor wir die machen, würde ich sagen, könnte man ja theoretisch... Ja, finde ich auch gut. Also die wird wahrscheinlich auch wieder wahnsinnig schwer, da Hunt Down the Infected Beast, die wird wahnsinnig schwer. Da sollten wir wirklich erstmal kleine Brotzeit machen. Und deshalb bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Kennst du eigentlich diese Lippenübung? Omnibusball. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß. Habt noch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und bis bald dann mal. Tschüss.